ist Kleines. Außerdem, für Helene Fischer geht ein Traum in Erfüllung. Im Duett mit Xavier Naidoo. Und Christina Aguilera bewahrt wie die Sängerin über ihr Kindheitstrauma. Jetzt schauen wir aber erstmal nach Berlin, wo sich gestern Abend die Stars die Klinke in die Hand gaben. Bis 4 Uhr morgens wurde gefeiert. Es ist die legendärste deutsche Promi-Party des Jahres. Heidi Klum sitzt mit ihrem güldenen Bambi da und wird bewundernd von vielen Rehaugen angesehen. Ihren Preis in der Kategorie Fashion lässt sie gar nicht mehr los. Vielleicht ging der Flieger nach London von der Capristo und Mesut Özil auch frühmorgens. Zumindest blieben sie nur kurz auf der Party. Wenige Stunden zuvor hatten sie auf dem roten Teppich ihr Liebes-Comeback nach einem Jahr Trennung mit diesem Auftritt öffentlich gemacht. Sagen wollten sie dazu nichts. Barbara Schöneberger hat folgende Meinung dazu. Mein Gott,